Leipzig, Leichenfund an der Autobahn 1 in Spanien. Laut der spanischen Zeitung El Correo gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der gefundenen Toten um die vermisste Sophia Löscher, 28, aus Leipzig handelt. Spanische Ermittler haben den Fundort mit einem Zelt abgedeckt, sichern Spurenfoto, Jesus Andrade. Die Frauenleiche wurde am Donnerstagnachmittag 15.20 Uhr unweit einer Tankstelle in Asparrena in Nordspanien gefunden, in der Nähe von Bilbao. Wie Bild erfuhr, informierten die spanischen Ermittler bereits die deutschen Behörden über den Fund. Die Spurensicherung sperrte den Fundort weiträumig ab. Da die Leiche teilweise verbrannt ist, muss nun die Gerichtsmedizin die Identität der Toten klären. Der verdächtige LKW-Fahrer Foto, privat. Die junge Frau wollte am Donnerstag vor einer Woche von Leipzig in ihre Heimat nach Amberg trampen, stieg abends auf einem Rastplatz an der A9 bei Schkeuditz in einen LKW. Dann verlor sich ihre Spur. Ihr Bruder, 51, meldete sie einen Tag später als vermisst. Nach Bildinformationen schickte sie Bekannten noch eine SMS mit den Kennzeichen jenes marokkanischen Lastwagens, in den sie einstieg. Der Bruder machte den Fahrer Marabit B. 41, ausfindig, die Polizei nahm ihn wenig später in Spanien fest. In der Vernehmung soll er laut der spanischen Nachrichtenseite El Diario zugegeben haben, die Leiche neben einer Tankstelle abgelegt zu haben. Suchtrupps fanden daraufhin die Tote. Der Leipziger Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz sagte am Abend, er kenne die Medienberichte über den Leichenfund, er wollte sich dazu aber nicht äußern. Die Ermittler in Deutschland waren bereits zuvor davon ausgegangen, dass Sophia L. getötet wurde. Wo sie sich befinden könnte, war aber zunächst unklar geblieben. Mehr aktuelle News aus Leipzig und Umgebung lesen Sie hier auf leipzig.bild.de. Sie sind bei Facebook? Dann werden Sie Fan von Bild Leipzig.